So, und bei mir stehen die nächsten Bam Bam Bambi Girls, unsere Ex-Topmodels hier, Elena Carrier und Kim Nizzo. Hallo ihr beiden. Hallöchen, wie geht's? Gut, und selbst? Gänsehaut, wir sehen's. Ob es am Bambi oder an der Kälte liegt, werden wir noch sehen. Ja, erzähl doch mal den Zuschauern, die kriegen es ja mit, wie kalt ist es denn hier? Also du trägst Hut, das ist auch Premiere beim Bambi. Genau, also ich dachte mir so, keine Unterhose, aber Hut, oder? Das passt doch. Okay. Keine Unterhose, das wusste ich noch nicht mit der keinen Unterhose, aber ja. Hat nicht mehr gepasst, der Rock ist so eng. Bambi in Baden-Baden, wie findet ihr das? Sonst wart ihr ja auch in Berlin. War was Neues, ne? Also es ist irgendwie ganz gemütlich. Also ich habe das Gefühl, die halb Deutschland ist gerade nach Baden-Baden gereist. Halt wirklich so. Ich glaube, für die ist es halt unfassbar. Wir waren heute in ein paar Läden oder der Bäckerei, meinten die halt auch so, boah, das ist das Krasseste, seit Obama hier war. Und ich so, Obama war hier? Das haben die wirklich gesagt. Wie lange seid ihr angereist? Ich eine Stunde aus Frankfurt. Für mich ist es perfekt, Heimspiel quasi. 6 Stunden aus Hamburg. Elena, du hast dieses Jahr bei dem Format 7 Promi-Töchter, 7 Töchter mitgewirkt. Jetzt geht das Jahr langsam zu Ende. Wie war das für dich? Also was hat dir das bedeutet, der Austausch mit den anderen Promi-Töchtern, und welches Feedback hast du erhalten? Ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr darüber nachgedacht, weil es halt irgendwie so ein Schwung von Momenten war und alle haben so krass gut darauf reagiert, dass ich gar nicht erwartet hätte. Und im Nachhinein ist es jetzt für mich so, dass, wenn ich es so im Nachhinein betrachte, rückblickend, ich finde es einfach unglaublich stark, wie doll diese Mädels sich auch, natürlich wir alle, uns so homogen dann im Endeffekt verhalten haben, so dass halt wir auch nach außen strahlen konnten, dass wir genau dieselben Scheißprobleme haben wie jedes andere Mädchen auf der Welt und dass es nichts damit zu tun hat, woher man kommt. Und ich glaube, es war ein gutes Statement. Die Leute haben es auf jeden Fall gefeiert, glaube ich. Inwiefern ist der Bambi auch eine Verleihung und ein Event, wo starke Frauen auch heute Abend sehr prominent vertreten sind? Ich habe schon so viele hier vor dem Mikrofon gehabt und ihr seht auch so klasse aus und strahlt eure Power auch nach außen aus. Hat einfach was mit Selbstbewusstsein zu tun. Wenn man sich gut mit sich selbst fühlt, dann sieht man auch dementsprechend aus, glaube ich. Wen hast du hier gesehen? Ich glaube, alle Frauen, die es hier geschafft haben, die haben es hier geschafft, weil sie stark sind. Und jede vertritt irgendwas anderes. Und heute Abend werden hoffentlich auch die richtigen starken Frauen geehrt. Ja, das hoffen wir natürlich immer. Das weiß man halt vorher immer nicht. Das ist ein tolles Statement. Und damit wünsche ich euch beiden starken Frauen einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns später. Tschüss.